Hallo und willkommen zurück zu City War Beyond. Meine 50. Folge heute. Und ich bin nicht alleine, ich bin hier mit dem Zilox. Wollte schon sagen, hast meinen Namen vergessen, das geht ja gar ja. nicht. Und dem Konrad, und ich merke, dass ich hier so übelst am Rumlenken bin. Ja, bist du. Ja, auch im TS so ein bisschen, ne? So ein bisschen abgehackt. Das Licht am Internet. Ich weiß nicht, was damit im Moment los ist. Jetzt angelt er mich. Es ist Nacht. Wir gehen mal nicht schlafen. Ich will ein paar Mobs killen. Wie, wir gehen nicht schlafen? Okay. Nicht schlafen. Mobs töten. Mobs töten. Level farmen. Wenn's übel ist, kriegst du schon irgendwie Schaden. Ich bin gefallen. Kolos, ich spring nicht da runter. Da ist ein Skelettpferd. Haben will. Gerade diese untoten Viecher, die sind geil. Ist das ein Wolf oder ein Werwolf? Oh mein Gott, es ist ein super Special. Es ist ein Special Skelettpferd. Oh mein Gott. Es ist unsichtbar. Es ist unsichtbar. Ich komme nicht weg. Doch, es ist unsichtbar. Es ist hinter mir her und eine Ratte und. Die sind tot, hä? Ach so. Da ist es doch. Es ist doch. Da ist es doch unsichtbar. Stimmt. Hä? Oh, ist tot. Ich hab's aufgenommen, geil. Kann ich jetzt Skelettpferd sein? Konrad, benutzt bitte das Dierschwert. Hä? Nee. Doch, verbinde. Oh, das ist cool. Nee, nicht das Dierschwert. Das Dierschwert brauchst du für deine PvP-Kämpfe. Ich bin schließlich auch der immer. Guck mal, Konrad. Ich bin cool. Auch nehmen. Guck mal, Zilox. Ja. Ich bin witzig. Danke. Guck doch mal. Zilox. Hallo. Ja, ist toll. Super. Werwolf. Oh, oh. Geh ins Wasser. Ich komm. Ich hol's mir. Greift er mich auch an, wenn ich eine Ameise bin? Schaffst du es gegen den Werwolf, Konrad? Nee. Ist er hinter dir her? Ich weiß es nicht. Nein. Hab ihn einmal. Geh weg. Doch, da hinten im Wasser ist er. Ich hab keinen Bogen im Moment. Ah, das ist das Feuerwehr, Wolf. Das ist natürlich hier typisch. Ich halt ihn weg. Alles cool. Pass auf, Scheiße. Das Skelett auf. Ich tanke es wieder. Ah, super. Es hat mich halt jetzt im Wasser. Das ist nicht toll. Ich nehm's aber. Ah, ist halt nervig, dass das so viel aussieht. Zilox, ich brauch später nochmal ein bisschen, Ein bisschen was? Seelensand. Ja, ist okay. Aber noch nicht so bald. Ah, es ist halt dreckig, dass das Vieh im Wasser ist. Konrad, geh weg. Moment. So, Rainshit. Oh, ich krieg hier gerade von zwei Seiten irgendwie voll eins auf die Nüsse. Erstmal Nüsse! Ach, ein goldener Apfel. Ich muss das Skelett wieder tanken. Sonst geht das auf dich. Locker einfach die ganze Zeit, weil im Wasser krieg ich das Ding nicht. Nicht. Wie viel hat gezogen? Eins. Ah, gut. Es scheint wohl echt so ein Rare-Skelett zu sein. Es tankt halt nur ordentlich. Hau es mal von oben. Ah, da hast du Knockback auf deinem Schwert? Weil das kann sein. Geht so. Hey, das darf ich nicht mehr. Geh weg, lass es einfach. Konrad, geh, lass es. Alter, was ist denn da die? Nein. Juhu. Ach, Konrad. Nein! Konrad. Nein! Beschützt! Ich hab die ganze Zeit auf das Vieh geschossen, nur ich kann halt nichts machen, weil es mich im Wasser wegschießt. Ich hab auch nur noch halbes Leben, trotz Scale. Meine Schuhe sind kaputt? Ich muss ein neues Schuh machen, ich muss meine Scale nochmal ausziehen. Lol, ich hab gar keine Effekte mehr, fällt mir gerade auf. Fuck. Nja, nja, nja. Mir ist dafür die Schuhe meiner Scale nochmal kaputt gegangen. Was ist denn jetzt los? Wie geht das so schnell? Lol. Ich hab das gar nicht mitbekommen. Ich frage, wieso ich die ganze Zeit so hart Damage einstecke. Dann bis zur nächsten Folge. Schaut beim Zilox und mein Koloss zu. Tschüss. Erstmal reparieren. Himmel. Ja, der Helm ist auch schon wieder fast Schrott. Ist okay. Erstmal hier wieder reparieren. Ich darf also gleich erst. Hast du jetzt gerade die EP genommen? Koloss? Wie viele Level hast du? 13. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ich hab dir so viel Gefallen getan. Außerdem bist du voller Pfeile. Ja. Ich will eigentlich nur einen Gefallen haben. Okay, was denn? Reparier mal bitte. Reparieren? Ja, einmal auf Repair. Auf das R? Ja, auf das R. Ach, diesen Tisch, den kenne ich doch, klar. Ja, klar. Ich gehe erstmal. Oh, das ist doch lächerlich. Es hat einfach meine komplette Rüstung geschrottet. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe einfach mal auf R gedrückt. Jetzt habe ich nur noch 5 Level. Ja, aber meine. Jetzt muss das Ding eigentlich wieder voll sein, ne? Ist es auch. Ja, wo bist du? In meinem Zimmer. Okay. Alter, das ist doch echt nicht wahr, dass das fiebt mich. Kommst du da weg? Warte. Hast du mir gedroppt? Nein, ich hab das Ding gerade an. Ja. Einfach so. Ja. Aber super, ist einfach mal kaputt. Alles klar. Ist okay. Kann ich meine eigene Rüstung eigentlich auch reparieren? Ja, du kannst sämtliche Rüstung reparieren. So. Konrad, willst du denn jetzt die nächste machen? Konrad ist tot. Ja, aber trotzdem kann doch jetzt die nächste machen.
Oh, Reparatur hat mich ein Level gekostet. Ja, kostet. Ich fass es nicht. Okay, muss ich nicht 10 Minuten Pause machen? Ja, nee, aber du musst eine neue Aufnahme anfangen. Nee, ist ja nur bei PvP-Situationen so, dass du 10 Minuten Pause wie? Machen kannst. Ja, gut, nee, muss er nicht, aber er muss eine neue Aufnahme anfangen. Ja, das auch. Das auch. Aber das er muss 10 Minuten Pause machen, wenn er gegen wen gekämpft hat. Sag mal, hast du noch eine Hexkill-Sense? Ich? Ja, du. Nein. Hatte ich nie. Wahrscheinlich, vielleicht ist bei mir da. Im Zimmer in der Kiste noch eine. Inferno, ich hab bereits, deine habe ich bereits mir geschnappt. Ich guck jetzt mal ganz bei Rogon. Ohne zu fragen, du Lump. Du Lump. Ich bin ein Lump, ja. Wäre es in Ordnung, wenn ich mir dann nochmal neue Scale-Ammo-Stiefel mache? Ja, mach du nur. Ey, das ist so fail. Ich hab vergessen, Fackeln zu bauen. Ist klar, einfach durch das Ding direkt ist einfach meine komplette Rüstung kaputt gegangen. Also, die war wirklich fast komplett am Arsch. Ja, du sollst deine Scale-Ammo auch nicht anziehen, wenn wir gegen Mobs kämpfen. Ja, aber gegen OP-Mobs? Das ist für PvP, das ist wie mit Diamantschwert. Ja gut, aber eine Scale-Ammo geht schlechter kaputt als ein OP-Schwert. Als ein Schwert normalerweise. Und gegen OP-Mobs brauche ich das halt. So. Wow! Ach nee, das ist Silo. Erstmal jetzt. Erstmal Konrads Grabstein abbauen. Gibt mir gleich tragen, ne? Lass ihn doch stehen, den hole ich mir nachher. Nee, oh, wir nehmen mal also. Doch, der kommt doch gleich wieder rein. Ich mach doch gleich noch eine Aufnahme mit Ja, sonst, Konrad. Du kannst doch jetzt anfangen einfach, Konrad. Nein, ich... Nee, ich will noch eine rauchen. Achso, ja gut, dann mach das mal. Ich nehm's auch sonst einfach mal. Sonst ist Koloss nachher nur so alleine. Ich nehm trotzdem mal einfach ja, alles stimmt. Mit, was du brauchst. Iron Axe nehm ich mit. Bird brauche ich nicht. Eisenspitzhacke. Raw Octopus. Iron Weed brauche ich nicht. Ich hab mal ein paar Sachen... Deswegen baust du mein Ding ab, damit du dir wieder krallen kannst, was du brauchst, nee, du kriegst das Ganze wieder. Ich geb dir alles wieder nachher. Ich geb dir auch nachher mal den Power 4 Bogen wieder, den ich immer gemobst habe. Ach nee. Jetzt kommt's raus, welcher Power 4 Bogen? Ach der, den er geangelt hatte. Ja, klar. Und sehr gut, irgendwer hat endlich mal die Kühe vermehrt. Das finde ich schon mal sehr gut. Ich nehme diesen Scheiß hier weg, ey. Da wo normalerweise du deine Sachen reinpackst, ne, Koloss? Also der ganze, was auf dem Feld ist, da pack ich mal Konrad Sachen rein. Damit er sich wieder die Kisten, kann. Ja, die Kisten ja, sind eigentlich für die Dinge, aber ich muss mal Fackeln bauen und sowas eben. Soll sich auch nur seine Sachen da wiederholen, sondern danach kann er sie hier von mir aus ja wieder abbauen. Wie weiß ich, aber jetzt mal, ich bin mal ganz gemein. Zack. So. Jan. Ich wünsche, wir hätten diesen Leuchtstein. Ach, wie heißt er? Leuchtstein? Glowstone? Ach, diesen Glowstone, so hieß das. Wieso habe ich Keks in der Tasche, lol? Keks? Ich habe Keks in der Tasche. Okay. Wo ich die jetzt her habe, weiß ich nicht. Wieso hast du so viel Holzschwerter in meinem Inventar, Konrad? Zack, zack. Tue ich die hin, ist kein Nahrungsmittel. Oh, ich kann schon nicht mehr sprinten, nice. Und überall knarzt es hier. Wegen tollen Skeletten. Aber Alter, ich habe echt nicht damit gerechnet, dass die Scale-Armor so schnell in den Arsch geht. Gut, Gott sei Dank waren die Schuhe noch nicht so gut verzaubert. Ich glaube, die waren erst auf Protection 1 verzaubert. Wenn hier Protection 3 oder so gewesen, hätte ich mich aber zu Tode geärgert. Warum sind Knochen in dieser Kiste hier? Oh, wir sind in dieser Folge schon wieder wahnsinnig konstruktiv, ne? Ja, übel. Zack, 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 zack. Alter, wie hattest du eigentlich mit dabei, Konrad? Das ist ja abnormal schon fast. Ist ja schon fast abnormal. Mein Freund. So, alles mitgenommen, was Konrad hatte. Jetzt guck ich mal, ich hoffe, dass da hinten noch der Goldapfel liegt. Den ich vom Werwolf erfarmt habe. Aber ich befürchte nicht. Nee, ist weg. Schade. Hätte ich gut gebrauchen können. So, jetzt muss ich mal kurz nach den Zäunen. Müssen wir eigentlich mal überlegen, wer ist eigentlich die meisten Tode in dem Projekt bisher? Ich glaube, das bist mal auch du, Konrad, Koloss, ne? Ich? Ja, ich glaube, du hast mal am meisten Tode. Oh Mann, ja, ich habe immer die meisten Tode. In Call of Duty auch immer, ey. Ja, in Call of Duty geht eigentlich. Aber ich bin voll kacke, ey. Normal. Manchmal kriege ich Rage-Mode, aber dann ich habe den goldenen Apfel. Golden Apple, das ist schon mal gut. Es kommt immer auch auf die Gegner an. Es gibt ja manche, die sind so über OP in solchen Spielen. Ey, oh Gott. Ich denke mir so, yo, was geht ab? Tot. Oh, schon wieder tot. Ach, tot. So, Es geht so verdammt schnell. Wir haben kein Kies mehr, was? Es wäre jetzt in Ordnung, wenn ich mir nochmal Scale Boots mache, ne? Damit ich meine Rüstung nochmal voll habe. Klar, warum nicht? Ärgerlich, dass ich euch jetzt praktisch wieder, sag ich mal, die Sachen klaue, die ihr eigentlich braucht, nur weil ich ein bisschen nicht aufgepasst habe. Ich bin gerade am überlegen. Komm, ich hole mir gleich, ich baue gleich Obsidian in einer anderen Dimension ab und... Kann ich irgendwelche Lampen bauen, irgendwie?
Oh, man, Diamanten. Lampen. Lampen, ja, schönere als so. Glowstone und. Nee, ohne Glowstone, irgendwas suche ich. Also mit Glowstone geht das eigentlich relativ gut. Achso, ich wollte schon sagen, wer hat die ganzen Dias gemobst? Nee, sind ja. Alles cool. Ja, ich glaube, weiß nicht. Ich glaube, ansonsten, es gibt, glaube ich, mehr. Dank einem Mod gibt es, glaube ich, sogar richtig moderne Lampen. Muss man einfach mal too many items. Einfach mal gucken. Habe ich nicht, ist nicht an hier in dem Ding. Doch, hast du. Ich weiß aber nicht, wie das funktioniert. Dann gibst du unten in die Leiste einfach ein, was du willst. Zum Beispiel jetzt in dem Fall Lamb. Und dann wird er dir alles anzeigen, was da irgendwas, was dazu dabei, was er dazu finden kann. Ach, ich sehe es schon so. Ich habe so eine andere Mod, irgendwas ist hier drin, da kann ich auch gucken. Mit Gold oder mit Eisen, aber das will ich nicht. Schicke Laterne, ja toll. Schicke Laterne, ist cool. Nee, bleib ich lieber bei den Fackeln. So? Die haben keine Wolle dafür, ist das doof. So? Nee. Soll ich aus Sandstein bauen? Okay, Moment. Geil. Wie macht man die Boots? Ach, 4 Obsidian. Der hat ja Ansprüche. Puh, muss ja schon wieder mich an Konrad Sachen bedienen. Der hat noch Obsidian, aber das gebe ich ihm gleich wieder dann. Kriegt er gleich wieder, kriegt er nachher wieder. Ich baue Lampen aus Sandstein. Also wieso diese Fackeln in solchen Dörfern? Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Da gucke ich mal, ob ich hier irgendwas elegant irgendwo hinbauen kann. Also ja, ein bisschen schöner, dass es ein bisschen besser aussieht als nur so. Noch Protection 1. Ich würde eigentlich vielleicht schon... kann ich nicht. Erstmal nur Protection 1. Egal. Hab ich nochmal 3 Level. Sag ich das mal ganz kurz. Dann gehe ich jetzt nämlich... Verdammt, ich muss die Scale-Ammo schon wieder benutzen. Das geht ja gar nicht. Gibt's ja gar nicht. Kann ich das hier so ändern? Nee, kann ich nicht. Geht ja aber nicht schon wieder gar nicht, dass ich meine Scale-Ammo schon wieder verwende. Weil, ich gehe jetzt in die andere Dimension und da brauche ich die. Ich will auch mal in die andere Dimension. Ja. Die ist aber relativ gefährlich. Du meinst jetzt nicht die Hölle, oder? Nee, andere Dimensionen, aber die sind auch relativ gefährlich. Es gibt irgendwie so eine Wüstendimension oder so, habe ich mal gehört. Das ist meine Fortune. Wo ist meine normale? Da ist sie. Gut, dann gehe ich jetzt in die andere Dimension, ne? Ja. Meine Fresse, ey. Ich stehe hier die ganze Zeit irgendwo zwischen solchen Gegenständen und glaube, baue dann auch noch das Falsche ab, ey. Hans ist auch so ein bisschen verärgert, ganz hab so ein Gefühl, dass er immer stirbt, beziehungsweise sich ihn sterben gelassen habe. Das ist so ein bisschen, mad jetzt. Was, ich? Nee, ja, so ein bisschen. Nee. Du wolltest nur gerade einen rauchen. Ja, weil du so ein bisschen wortkarg warst, indem du gestorben bist. Ach so, nee. Ich böse bist du also. Nee, das bin ich nicht gut. Ich hab dir mal deinen Power 4 Bogen, den ich mir mal von dir geliehen hab. Die hab ich dir wieder in deine Kiste gepackt. Ja, dann hättest du ruhig behalten können. Nee, ich hab ja jetzt Power 2 und wir können jetzt alle selber so recraften. Und außerdem hab ich bereits die OP-Rüstung, da brauch ich nicht auch noch den OP-Bogen. Ist das richtig so? Das wäre ja mit Glowstone so. Das macht da ja keinen Sinn. Wenn ich mir alles unter den Nagel reiße und ihr einfach gar nichts habt. Das ist total der Schwachsinn, den ich hier gerade baue. Ja. Also wie gesagt, wenn irgendwer nochmal auf die Suche nach Hexessenzen gehen würde, wäre das ganz toll. Wir bräuchten mindestens 3. Ich baue mich in der Zeit dann ein bisschen Obsidian an. Hier ist tonnenweise Obsidian einfach. Ich weiß nicht, ob das so gut aussieht. Dann würde ich nämlich genug für eine komplette Scale-Armor oder so mitbringen. Wie so 16 Stück. Ich glaube, das bin ich euch schuldig, indem ich euch schon wieder die komplette Scale wieder einen Teil gemobst habe. 1, 2, 3, ja. Ich verstehe echt nicht, wie in dieser anderen Dimension so wenig los ist. Hier sind so schöne große Bäume, so schön schwarze, aber da war nichts. Hier tut sich ja überhaupt nichts. Einfach ich hoffe, das macht nichts. Genug Licht. Obwohl, nee, sollte ich nicht tun. Oder? Nee. Oh, jetzt leckt's aber gerade. Hey, der Witz. Was leckt das? Nein. Das liegt aber nicht an mir. Nee, ich lebe jetzt in dieser anderen Dimension einfach so ein bisschen. Es wäre cool, wenn du irgendwo Kohle findest. Kohle? Ich habe gerade ein ganzes Deck Kohle verballert. Egal. Für Fackeln. Wieso? Ich hatte noch Fackeln. Hättest du sagen können. Achso. Egal, jetzt sind sie aufgebraucht. Gut, einen ganzen Stack. Ja gut, 4 Kohlestücken sind noch davon.
Warte, hier? Hier ist auf jeden Fall eine Höhle, da kann ich doch gleich mal reingucken. Hier, was ist denn hier? Na ja, gut. Irgendwie bin ich mir nicht ganz sicher mit sowas. Bin ich hier drin? Hier sind die. Nee, ist keine Dias. Ich wollte schon gerade sagen. Aber hier ist Lapis, auf jeden Fall. Okay, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ich fahre aber nicht wieder zurück. Ich habe keine Lust. Oh, diese kleinen Viecher, die gehen einem so auf die Nerven. Die sind zwar gut zum Fliegen. Gerade für Nether. Um dann, ja, mit vollem Leben lang zu gehen. Aber Range oder so haben die ja überhaupt nicht. Das geht einfach nicht. So zu du spielen. Kannst nicht sehen, wo du hin triffst, ne? Die haben einfach fast gar keine Range, das ist das Problem. Also mit denen triffst du, weißt du einfach überhaupt nicht, wo du hinschlägst. Du musst aber noch mal ganz kurz mit den einen. Ja, fahren. Weil ich fliege jetzt das Fadenkreuz ist irgendwie ausgerichtet auf deine normale Größe, aber du bist halt so klein und das, ja, das ist na, verdödelt dann oder so. So. Jetzt mal ganz kurz hier in der Schlucht, ob es hier irgendwas? Roots? Keine Ahnung, wozu man die baut. Aber hier ist Eisen. Putz. Soll ich mal Eisen mitbringen? Eisen ist gut. Ja, okay, also das Fadenkreuz spackt definitiv rum. Fahren wir das auch noch, GG. Goldohr, nice, genau das, was ich jetzt brauche. Goldohr ist jetzt wirklich gut. Denn gerade Gold haben wir momentan so mehr oder minder. Ist ein bisschen mehr auf jeden Fall nicht verkehrt. Hier ist auch so eine Tonne an Obsidian, das ist doch nicht wahr. Leider kann man kein Netherportal in dem Twilight Forest bauen, ne? Mit was? Kein Netherportal im Twilight Forest. Kann man nicht bauen. Weiß ich gar nicht, du. Ich hab's ausprobiert im Kreativmodus. Achso, ja, dann ist gut. Dann geht's. Das ist, du kannst es zwar aufstellen, aber du kannst es nicht entzünden. Das passiert einfach sein. Nichts. Ach, du wolltest doch Kohle haben, ne, Konrad? Koloss? Ja. Oh, scheiße. Also, was ist scheiße. Was ist los? Oh, Gegner. Wag es ja nicht zu sterben. Nee, zu Hause waren die vor der Haustür. Ich kann nicht schlafen, wenn Gegner näher sind. Wahnsinn! Oh Mann! So, erstmal hier Level farmen. Also was, zu Erze oder so betrifft. Schnauze bei euch, ey! Fresse! Was war das? Oh mein Gott, was geht ab? Keine Ahnung, nicht bei mir. Hier war's auch nicht. Konrad, Haustür. Oder so. Oder WhatsApp. Nee, Diensthandy. Oder? Diensthandy. Was lustig ist, ich hab Konrad in WhatsApp, obwohl ich ihn eigentlich noch ist auf Skype Bereitschaft. Habe, aber. Ja. Geil, fügt automatisch Konrad auch in meinen WhatsApp-Kontakt hinzu, weil keine Ahnung, wie Konrad, glaube ich, seine WhatsApp-Nummer mit angegeben hat. Kann das sein? Deine Handynummer hast du mir angegeben. Also wir wollten eigentlich eine WhatsApp-Konfi machen oder sowas, ne? Ich weiß nicht, ja, ich habe darüber nachgedacht, aber ich weiß nicht, ob alle damit auch drauf scharf sind, immer voll gespammt zu werden, denn solche YouTuber-Gruppen sind ja dafür bekannt. Ich habe die immer auf Stumm gestellt. Ich bin da in drei Gruppen oder so. Was sind das für Gruppen? Von Kollegen. Von meinen Eltern, also von Familie ist da irgendwie eine Gruppe, die meine Schwester aufgemacht hat und nein, ich frag mich schon. So ein paar Freunde, ey. Ich habe das Gefühl, als hätte ich gerade einen Blindness-Effekt drin. Ich nenne diese Menschen immer Freunde, obwohl ich gar nicht weiß, was Freunde sind. Freunde? Kann man das essen? Kann man das essen? Wenn das was zu essen wäre, wäre das cool. Entropy Shard. Zack, zack, zack. Moment, ich wollte doch hier mit dem Kies rumspielen. Hier ist aber auch nichts. Auch so ein bisschen Eisen wieder. Nur, aber Eisen brauchen wir nicht. Kies, ich sag's mir Bescheid, ne? Kies? Kies ist. Ja, ich frag mich halt echt, was Mystery oder Kartus an dieser anderen Dimension so schlimm fanden, weil ich bin ganz ehrlich, hier ist einfach nichts. Ich weiß nicht, ob ich an einem friedlichen Ort oder so der Dimension rausgekommen bin oder so. Wir kommen an einer anderen Stelle raus, natürlich. Natürlich. Twilight Portal, bist du auch reingesprungen? Yes. Hätte man eben einfach so aus der Vorwarnung geben können. Ich habe uns Kies gefunden, ich nehme ja mal mit, ne? Okay. Oder wie viel brauchst du denn? Kies kann ich alles gebrauchen, immer. Oh Mann. ich will gerade ein paar Holz. Ja, komm, Raw Perch weg. Ich soll mal aufhören, mit meinem Schwert alles abzufahren. Hier sind Dschungelbäume, lol. Hey, wenn hier, was sind das denn für Dinger? Erstmal hier raus. Da oben ist noch Gold, das hole ich mir. Gold hole ich mir. Also Gold ist hier wirklich Massenware, habe ich so ein Gefühl. Und ich finde das relativ gut. Denn Gold können wir immer gut gebrauchen. Gerade für unsere Scales. Und ja, ich glaube irgendwie die ganze Zeit immer nur von Scale-Amos. Ich merk's. Ich sitze mich halt immer damit auseinander von Beginn.
wie kann ich meine Stadt besser schützen? Hier? Ne, Tin Ore. So, jetzt habe ich hier keinen Platz mehr in der Tasche. Kack. Gucken, ob ich den Scheiß raus hier. Nein, nein. Fuck. Hab ich irgendwas? Halt. Hey. So. Ich habe hier eine Umrandung um dieses Portal gebaut. Und ein bisschen ausgeleuchtet. Gut. Ich würde gerne Holz mitnehmen, aber ich habe keinen Platz für Holz. Fuck. Diese leuchtenden Käfer. Oh ja, die gibt's hier irgendwie dauerhaft. Ich muss mal gucken, ob ich fliegen kann. Cool, mein Telefon. Was war das? Das ist mein Telefon. Dias. Voll dran vorbeigeschwommen, merke ich erstmal nicht. Hier, Minimum. Kra, ich bin ein Vogel, was? Nein, ich bin eine Fledermaus. Xilox, töte mich nicht. Ich bin so ein Fliegeviech. Okay. Ich versuche. Ja, 4 Dias nochmal. Super. Läuft. Hier ist ein Hühnchen, geil. Oh, hier ist ein normales Hühnchen. Da sind noch mehr Dias. Die hängen einfach in der Wand. Ist klar. Ja, nee, ist klar. Aber ja, gut. Ich sollte mal erstmal irgendwie hier so. Nein, das habe ich nicht. Komm schon, gib mir die Dias. Ha, jetzt ärgere ich mich schon ein bisschen, dass ich die Glücksspitzhacke vergessen habe. Oh, aber nochmal 2 Dias. Ne, 3 Dias. Obwohl, funktioniert das, wenn ich 4 Dias. 8 Dias. Schon mal eine gute Ausbeute. Ganz ehrlich, ich muss mich nochmal ganz kurz in das Wisp verwandeln. Ich will nämlich jetzt hier rüberfliegen. Ne, hier ist nichts mehr. Ich komme jetzt aus der Luft raus. So. Erschlag mich nicht, ich bin ein Vieh. Ich klopp eigentlich grundsätzlich auch nichts drauf, was ich rumflatt, außer in der letzten Folge eben die Birds, weil ich die noch nicht hatte, aber eine Fledermaus habe ich aber, also klopp ich auf die nicht drauf. Das ist so eine dicke Riesenfledermaus. Ich mache gerade mal ein bisschen diesen Platz frei, dass ich hier ein bisschen ist echt, so eine Sicherheitsstation oder sowas bauen kann, weißt du? Ist gar nichts. Ich glaube, ich bin schon wieder fast mal Portal. Hier ist auf jeden Fall so ein Brunnen und den würde ich gerne mal erkunden. Ist da irgendwo drin? Geht's da überhaupt? Lol. Da geht's auf jeden Fall tief runter. Wenn ich fliege, kann ich nicht so schnell abbauen, lol. Nee, geht auch nicht. Das ist standardmäßig. Das ist sogar, wenn du normaler Spieler bist, so. Ist das wie wenn ich schwimme? Ja, so ähnlich. Dieses Fliegen sozusagen? Ja, so ähnlich. Ich frag mich echt. Bin ja mal mit einem Forest und hier ist ja einfach fast nichts. Ich frag mich aber echt, warum so viele hier vor so. Es gibt andere Orte noch, die sind ein bisschen anders. Ja. Müssen halt nur finden. So, so komische, große, ähnlich wie Mangrovienbäume oder sowas. Ja, so eine Festung gab's auch angeblich hier. Also wenn du mich siehst, ich bin so ein kleines... ich glaube, ich sehe dich so. Bist du dieses Manticore-Vieh, was so rumflattert? So auf dem Boden, ja. Guck mal nach oben. Warte mal, ich sehe nix. So ein Vogelfiech. Das bin ich. Das da? Das bin ich. Oh lol! So eins wäre ich auch gerne. Gibt's im Nether. Echt ja. Hart. Die, vor allem die Dinger haben voll Life. Das ist geil. Wie viel Leben hast du jetzt? 4. 4? Ja. Versuch mal einen dieser Krähen hier, diese Krähen hier zu töten. Die haben 5. Krähen? Ja, sind so irgendwie so, sehen aus wie Raben einfach. Sind Twilight die? Springen eigentlich irgendwo auf dem Boden rum. Bist du das da unten? Nö, ich bin gerade weggeflogen. Da fliegt noch so ein Licht rum. Ja, töte es, wenn du meinst. Obwohl, warte, nee, tu's nicht. Töte es nicht. Es ist so ein kleines grünes Leuchten. Lass es mal. Ich hab's. Es hat eine Seele gedroppt oder sowas, so einen kleinen blauen Bubble-Schleim-Typen. Bingo. Ich bin vergiftet, lol. What the? Nee, vergiftet nicht. What the fuck is that? Hier ist irgendwie so ein. Das sieht auch wie so ein Deflektor. Das sieht so richtig digital aus, so ein Deflektor. Zum Fick. Ist der komplette Luftraum hier davon abgeschirmt? Wie viel Zeit haben wir noch? Wir sind bei 25 Minuten. Also eine Minute etwa noch. Oh. Hier sind irgendwie solche. Hier liegt so ein Schimmer in der Luft. Das sieht total geil aus eigentlich. Alter, Moment. Wenn ich hier hochfliege, Moment. Sieht man voll viel Wald. Oh, voll die riesen Bäume. Alex of the. Da hinten sehe ich Pilzgebiet ein bisschen. Bingo, Bücherregale. Und Zombies. Und diesen Riesenbaum. Und ich kann diese Bücherregale nicht abbauen. Das ist schon mal richtig toll. Ich war gerade ganz hardcore, wollte wissen, ob ich sterbe, wenn ich aufditche auf dem Boden. Oh, mach bloß keinen Scheiß. Nicht als Scheiße, als ich hab das Portal verloren. Ich hab die Koordinaten. Ach, dahin ist es, okay. Ich hab die Koordinaten. Alter, was ist mit dieser Festung hier los? Ich frag mich echt. Total komisch aus, ne? Das sind so richtig digital aus. So richtig digitale Schimmer sind da rum. Das sieht total komisch aus. Das irritiert mich auch total. Wenn ich mit dem Timbermod diesen Riesenbaum abholze, ist der nur so weit, wie die Dingens reicht, ne? Die Axt reicht. Ja, genau. Scheiße.
Leute, diese Festung ist riesig. Und, aber nur ich... Ich höre auch überall Zombies. Ich gehe mal zurück. Besser ist das. Was ist, wenn ich auf das Portal raufstürze aus einer Höhe? Sterbe ich dann? Oder? Oder als, okay. Als Mensch. Also ob ich jetzt hochfliege und mich als wieder zurück in mich verwandle. Ob ich dann aufditsche und dann direkt sterbe oder ob ich in das Portal durch... beim Portal. Ich probiere das einfach mal aus. Nein, mach's aus. Nicht. Als Vieh, geh als Flugvieh rein. Damit du auf Nummer sicher gehst. Ich bin hardcore. Ich habe einen Leuchtkäfer gekillt. Das war das, was ich vorhin gekillt habe. Kann blöderweise hier. Das ist. Oh Gott, was ist das? Das Komische ist, ich kann in dieser Welt. Lol. In dieser Festung überhaupt nicht abbauen. Silox, ich bin fast genauso wie du. Nur habe ich 3 Herzen nur. Ja, dann würde ich vorstellen. Ich bin so leuchtfähig. Hier ist ein Kohle-Goblin. Das ist zu. Wow. Okay, ich probiere mal was aus hiermit. Das ist voll komisch. Mit Fallhöhe. Ich will jetzt mal wissen, wie weit muss ich raus. Okay, und ab hier ist kein Schimmer mehr. Aber sobald ich reingehe, schimmert alles so ganz komisch. Das ist voll komisch. So richtig komisch. Egal, ich... Alter. Ich nehme doch Sturzschaden, aber erst nachdem ich wieder in der normalen Welt bin. Die droppen verzauberte Bücher. Alles klar. Was ist das? Nee, Notes on of a Pointy Tower. Gib mal her. Was bringen denn die Dinger? Die nehme ich mal mit, auf jeden Fall. Aber diese Festung ist riesig und... Was geht denn mit... Muss uns später mal mitnehmen. Ich schwöre... Das Dumme ist halt, du kannst hier nichts abbauen. Oh. Alles, was du abbaust, wird sofort zurück, sofort replaced. Und es kommt nur so ein komischer Schimmer drumherum. So, du kannst hier nichts abbauen, du Spacken. Und sonst ist hier einfach nichts. Ich muss jetzt eigentlich mal zurück, ne? Achso, ich bin ja. Ich kann mich in Kobold verwandeln. Diese kleinen grünen Viecher, da gibt's auch so Gifttypen blauen, von, ne? Ich hab einen blauen. Alter, dieser Schimmer, der macht einen wahnsinnig, der nervt sowas von. Der geht einem so auf den Sack. Hier kann ich... Hier ist eine schöne freie Fläche, aber... Boah, ich bin total fasziniert. Ich darf mich als Fliegeviecher verwandeln in der normalen Welt, aber ich darf nicht damit fliegen, ne? Ja, stimmt. Okay, cool. Au. Ai, hier geht's... Au! Ai! Meine. Carlos, du hast deinen Spaß, ne? Ich würde gerne mit zusehen, aber ich stehe hier am Portal und warte. Achso, kannst auch gerne schon durchgehen. Ich bin schon draußen. Ich warte nur auf der Overworld. Achso, wartest du auf mich? Ja. Ja, ich muss da noch mal ganz kurz Koordinaten gucken. Ach komm, scheiß drauf, ich fliege jetzt. Ich hau jetzt. Die Zeit ist schon überzogen, ja. Etwas. Twilight neue Aktivität unter meinem. Ach, was ist das? Oh, wieso? Dass die Leute immer noch auf meinem alten Kanal aktiv sind, ne? Obwohl da nichts mehr draufkommt, ne? Ja. Ich höre auch überall Zombies. Das ist richtig geil. So. Bescheuert. Jetzt muss ich mal ganz kurz meinen Screenshot aufmachen, wo ich die Koordinaten vom Portal abgezeichnet habe. Beziehungsweise, ja, abgezeichnet, hehe. Silox findet mich gleich, garantiert. Ja. Boah, ey, dieser Schimmer, der macht einen so wahnsinnig. Der schwebt, es sieht aus wie Regen schon fast. Nur es ist eben so richtig digital, so richtig schön grünlich und in so komischen Formen. Jetzt hypnotisiert worden. Ja, also ich komme hier auf jeden Fall nochmal hier. Ist nämlich noch eine andere Ebene. Und diese Festung verstehe ich einfach nicht. Die macht überhaupt keinen Sinn. Nein, wenn ich mich zurückverwandle, ich wollte ja eigentlich meinen Teil präsentieren, aber nö. Nein, was? Das klingt gerade schon wieder falsch. Ja, so ein bisschen. Also nur für deinen Teil sehen. Nicht wirklich. Nee, kannst du lassen. So, kannst du gerne lassen. So, das ist ein weiblicher weißer Schokobo. Ich brauche einen männlichen gelben. Da. Tu, was du sollst! Tu, Schokobo! Der macht es, der nicht. Welches? Machst du was? Du machst doch jetzt was. Du machst jetzt was. Okay. Züchtet mir noch einen gelben, ich fass es nicht. Komm schon, einen schwarzen brauchen wir, ne? Fuck, Werwolf! Werwolf vor meinem Haus! Wag es ja nicht zu sterben. Ich hab ihn gerade hinter mir rumheulen hören und jetzt hängt er halbwegs in der Bude. Hey, was ist, wenn ich die Tür aufmache? Aua. Fresse, du! Ah, ich hab's Portal gefunden. Ich höre jetzt hier Spinnen. Plötzlich, das ist lustig. Er ist weiß und er ist vor unserem Haus. Komme. Der Arsch.
Ich hau ihn, aua! Sie springt immer wieder! Hä? Hast du Laternen hier gebaut? Neben dem Sandstein und so? Ja, es sieht aber nicht so elegant aus, finde ich. Aua, er hat mich gehauen! Ich komme, ich mach das viel fertig. Silox, er ist hier vor der Haustür! Komme ja schon, ich mach das viel fertig, easy. Die schauen hier die ganze Zeit mit meinem Silberschwert, Eisenschwert. Easy, easy, get wrecked. Noob! Noob. Das Ding ist voll scheiße. Ich bin halt trotzdem relativ hart. Ich muss ja auf jeden Fall nochmal die Partikel des Packs anpassen. Die Partikel, normalen Partikel sind nicht so schön. Komm, bist du fertig? Wir dürfen das Pack nicht ändern. Hä? Nee. Das Texturen-Pack meinst du? Ich kann das Texture-Pack ja anpassen. Wir dürfen da aber nicht dran rumschrauben. So kleinere Sachen wie zum Beispiel Schwerter oder so dürfen wir sehr wohl ändern. Ne, ja, das weiß ich nicht. Musst du mit Mystery sprechen. Ich bin da relativ sicher. Ich kann mal kurz was verzaubern. Ich weiß, die Folge kriegt heute mal Überlänge. Böse. Ach ja. Könnte man theoretisch meine Rose auf Protection 3? Meine Stiefel könnte ich auf Protection 3? Oder man denkt, mein Helm ist wahrscheinlich auch. Oder ich fang an. Thorns geht überhaupt nicht. Unbreaking geht auch überhaupt nicht. Das ist jetzt die Frage. Und was kann ich mit dem Schwert machen? Könnte ich theoretisch auch Sharpness 4? Ups. Hä? Okay. Jetzt stopp. Was habe ich da jetzt gemacht? Fire Aspect 2 könnte ich nicht. Dann mache ich mal auf Sharp 4. Dann bin ich jetzt etwa so ausgerüstet wie Mystery. Ich habe hier eine Mana-Bohne. Lol. Eine Mana-Bohne? Was kann ich mit der anfangen? Nix. Gut, dann würde ich erstmal sagen, wir sind weit überfällig. Wir sind bei 31 Minuten. Ich packe noch ganz kurz jetzt die restlichen Dias wieder hinein, die ich gefunden habe. 8 Stück sind das. Wir sind wieder bei 21, das ist schon mal gut. 7 Obsidian habe ich auch für euch ins geholt. Und ich habe 2 kleine interessante Bücher gefunden. Was für Bücher? Notes on the Pointy Tower. An Explorer's Notebook. Gnarved on by Monsters. Notebook? Also Notizbuch. Von Apple? Willst du auch eins? Hä? Ist auch eins? Was mache ich denn damit? Keine Ahnung, lesen. Ich kann nicht lesen, ich bin Analphabet. Lies. Oh, cool. Ich komme jetzt nochmal ganz kurz das hier. Oh Gott, wir sollen das lesen, ey. Das ist irgend so eine Mission oder sowas. Ich tue es in meine Kiste. Ich lese nur Comics. Walking Dead. Faule Sau. Ich esse die Mana-Bohne jetzt. Jetzt habe ich Eile für 8 Sekunden. Eile? Wahnsinn! Für 8 Sekunden Eile durch die Scheißbohne! Eile ist eigentlich kreativ sogar. Na gut. Aber ja, jetzt nicht mehr, 8 Sekunden. Nur aber, das war's mit dieser Folge von City War Beyond. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, bis dann. Jo, bis dann! Bei den anderen vorbei und tschüssi! Ciao!